Willkommen im zweiten Teil meiner PowerPoint-Serie. In diesem Video möchte ich ein bisschen über die einzelnen Grafikelemente mal sprechen, die uns PowerPoint bietet und wie wir die so ein bisschen verändern können. Also Farb ändern, Größen ändern, Stifte ändern und so weiter. Das wollen wir uns hier ein bisschen genauer anschauen und ja, dann wollen wir mal loslegen. Wir beginnen wieder mit einer Lernpräsentation und gucken uns jetzt hier mal ein bisschen die Möglichkeiten an. Beginnen wir hier mit dem Rechteck. Das finde ich hier bei mir oben bei den zuletzt verwendeten Formen oder hier bei dem normalen Rechteck. Wenn wir standardmäßig PowerPoint starten, ist ein bestimmtes Farbschema eingestellt. Das werden wir jetzt nicht groß ändern, das würde jetzt zu weit führen. Ich rate den Anfängern Folgendes, dass sie immer oder dass jeder Anfänger zwei Präsentationen offen hat. Und zwar machen wir das mal kurz. Neue Präsentation. Nehmen wir das auch mal weg. So. Und mit der Alt-Taste und der Tab-Taste kann man relativ schön zwischen den Präsentationen hin und her wechseln. Und ich habe immer eine, wo ich das Material drin habe. Die taufe ich dann auch irgendwie Material. Und die zweite, das ist dann die Präsentation, wo ich dann eben diese einzelnen Elemente, die ich mir hier zusammengebastelt habe, dann auch nutze. Das hat den Vorteil, dass ich sie relativ schnell wiederverwenden kann, einfach nur mit Copy und Paste rüberziehen. Und ja, hat sich bei mir bewährt, vielleicht bei euch auch, vielleicht habt ihr noch bessere Ideen. Gut, das nur nebenbei. Jetzt sehen wir haben hier ein Element. Und dieses Element kann ich jetzt von der Farbe her ändern. Da gehen wir hier hoch, Fülleffekt. Hier gibt es ein paar Standardfarben, die man einstellen kann. Dann gibt es hier noch die weiteren Füllfarben. Da gibt es jetzt entweder die Standardelemente, das sieht dann so aus, oder hier, wo ich dann wirklich entweder per Mauszeiger hin und her schieben oder wirklich mit den exakten RGB-Werten, also Rot, Grün, Blau-Werten, die Sachen einstellen kann und ich kann auch noch eine Transparenz hinterlegen, damit ich, das können wir mal kurz machen, ich mache hier ein Element, dann kopiere ich das nächste. Wie ich üblicherweise kopiere, also es gibt mehrere Möglichkeiten, entweder rechte Maustaste, dann haben wir hier irgendwie kopieren und dann einfügen, zweite Möglichkeit, markieren, Steuerung C, Steuerung V und die wahrscheinlich schnellste Möglichkeit ist, wenn ich es markiert habe, drücke die Steuerungstaste und ziehe es dann weg, dann habe ich es auch dupliziert. So mache ich es üblicherweise, so geht es am schnellsten. So, jetzt gehen wir hier mal drauf, gehen auf die Füllfarbe, weitere Füllfarben, wählen wir mal irgendeinen, keine Ahnung, irgendeinen Rotton aus, ist wurscht und jetzt gehen wir die Temp mit der Transparenz hoch und wenn wir es uns dann anschauen, dann sehen wir, dann wirkt es so halb transparent. Ganz praktischer Effekt, kann man manchmal nutzen. Jetzt wisst ihr, wo er das findet. So, neben der Füllfarbe können wir auch die Umrandungsfarbe ändern. Nehmen wir hier mal ein Rot. Jetzt zoome ich mal rein, dass man es besser sieht. Hier sehen wir jetzt, die Linie rundherum ist rot. Und man kann auch, wenn man wirklich nur den Kasten haben möchte, keine Füllung nehmen. Dann bin ich sozusagen hier. Dann sehen wir das hier oben. Dann ist das Ding komplett ohne Füllfarbe. Gut. Wenn wir noch ein paar abgefahrenere Sachen machen wollen mit unserem Rechteck, ich mache es mal ein bisschen kleiner und machen mal hier wieder, keine Ahnung, was nehmen wir denn? Irgend so ein Blau. Und als Rand nehmen wir mal irgendwie sowas Dunkleres. Dann können wir hier auf dieses Ding gehen. Das ist hier dieses kleine Eck rechts neben diesem Auswahlbereich zeichnen. Gehen wir mal drauf. Und dann kommen wir hier in so einen Seitendialog Form formatieren. Hier können wir im Prinzip wieder die gleichen Sachen machen wie vorher auch. Wir können hier die Füllfarbe wählen, die Transparenz auswählen, wir können die Linienfarbe auswählen hier, aber wir können noch ein paar weitere Sachen machen. Wir können beispielsweise hier die Linienstärke anpassen. Hier ist es so, dass für Videos die Stärke 1 schon fast ein bisschen wenig ist. Ich gehe mal auf den Präsentationsmodus. Das wirkt dann wirklich, man sieht die Linie kaum. Wenn es gewollt ist, okay, aber ich sage nur, wenn man die Linie sehen möchte im Video später, dann würde ich sowas ab 2 gehen und dann sehen wir hier tatsächlich ein entsprechendes, ja, eine Umrandung. Dann
Gehen wir mal auf die Linie werden wir nachher noch ein bisschen etwas genauer besprechen, wenn wir auf die Einzellinien gehen. Das lasse ich jetzt erstmal hier soweit stehen. Ich möchte jetzt gerne auf die Farbfüllungen gehen. Und zwar, was ganz praktisch manchmal ist, ist der Farbverlauf. Beim Farbverlauf ist es so, dass wir hier verschiedene Farbtypen haben, Verlaufstypen. Und zwar, ich mache es jetzt mal hier ein bisschen, ich reduziere das mal ein bisschen, damit man den Effekt ein bisschen besser sieht. Und hier habe ich jetzt weiß und hier nehme ich jetzt einen etwas dunkleren Ton, nehmen wir ein dunkleres Blau. Dann sehen wir ein bisschen genauer, was hier eigentlich passiert. Ich habe jetzt hier einen linearen Farbverlauf von weiß nach blau. Das ist hier 90 Grad gedreht. Wenn ich das mal auf 0 ändere, dann sehen wir von links nach rechts, so wie es hier eben auch, hoppla, so wie es hier auch in dieser kleinen Grafik hier, in dieser Symbolik abgebildet ist. Wofür kann man sowas jetzt brauchen? Man kann beispielsweise so leichte 3D-Effekte machen, wenn ich jetzt beispielsweise hier so ein, das sieht jetzt so ein bisschen rundlich aus wie im Pfosten, das kann man hier ganz nett eben modellieren. So, wenn man das quasi, machen wir mal eine andere Farbe hier. Und zwar nehmen wir hier mal ein dunkleres Grau. Noch dunkler. So, und für dieses Element, hoppla, den nehmen wir wieder raus. So, für dieses Element ein helles Grau. So, und dann nehme ich mal die Umrandung komplett raus. Keine Linie. So, und dann sieht es so aus wie ein Rohr. Kann eine Fahne dranhängen, was auch immer. Egal. Gut, dann holen wir uns nochmal so ein Dingens und gucken uns die anderen Möglichkeiten nochmal an. Also wir machen wieder einen Farbverlauf und sehen jetzt hier einen linearen Farbverlauf und machen wir das mal radial. So, Richtung machen wir mal so und dann sehen wir hier so ein bisschen, dass es in der Mitte etwas heller wird. Machen wir den Effekt nochmal ein bisschen deutlicher. So, da kann man dann eben tatsächlich auch ein paar andere oder ein paar ganz nette Sachen machen. Beispiel, ich hole mir hier mal, wo sind wir hier, eine Kugel raus und jetzt nehmen wir hier mal das Design rüber, über den Knopf werde ich später nochmal reden und die Linie außenrum machen wir leer. Und jetzt sehen wir hier, sieht es so ein bisschen aus wie, ja, wie eine Kugel. Nehmen wir den mal raus, entfernen. Und wenn ich jetzt hier das so ein bisschen hier links oben hinmache, dann ja, mit viel Fantasie kann man hier eine Kugel erkennen. Ich kann auch hier einen weiteren Zwischenpunkt hängen, so dass wir den hier komplett auf schwarz machen. Und den hängen wir hier so weiter. So, ja, also für eine Übersichtsanimation reicht's. Hier noch einen rein. Und den machen wir jetzt entsprechend auch hell. Und den komplett weiß. So. Hoppla, bisschen dupliziert. So, also wie gesagt, mit diesem Farbverlauf kann man gerade so im 3D-Effektbereich ein paar ganz nette Sachen machen. Damit kann man einfach ein bisschen rumspielen und man kann hier noch die Elemente ändern und so weiter und so fort. Da müsst ihr selber ein bisschen rumspielen, aber das sind so die, hoppla, so ein bisschen die Sachen, mit denen ich üblicherweise arbeite. Gut, dann holen wir uns nochmal so ein Eck. Und gehen auf eine weitere ganz praktische Sache ein, und zwar diese 3D-Effekte. Hier möchte ich euch zwei wichtige Sachen zeigen. Einmal der Schatten. Wir können hier, also meistens starte ich mit einer Voreinstellung, dass ich hier wo nehmen wir den, machen wir den Schatten mal hier hin, dass ich mal ungefähr weiß, wo er ist, und dann drehe ich so ein bisschen an diesen Parametern, und zwar wir können beispielsweise den Abstand ein bisschen weiter weg machen. Wir können den Winkel ein bisschen verändern und dann weich zeichnen und die Transparenz erhöhen. So, und dann haben wir hier auch wieder so ein 3D-Raster.
Effekt, als würde das Ding eben drüber schweben. Und hier kann man jetzt quasi die, hoppla, sorry, dann kann man die Farbe noch ein bisschen ändern. Also ich habe es jetzt hier auf Schwarz, man kann auch unterschiedliche Farbwerte nehmen. Ist manchmal ganz praktisch, man soll es nicht übertreiben mit diesen Schatten, aber wie gesagt, das macht schon ein bisschen was her. Das ist ein ganz netter Effekt. Ich nutze es meistens für irgendwelche Elemente, die so ein bisschen hervorgehoben erscheinen sollen, also irgendwelche Merktexte und so ein Kram. Also ich find's okay soweit. Gut, dann schauen wir uns noch eine zweite Sache mit aus dieser Kategorie an. Machen wir nochmal hier unser Eck. Und dann gehen wir wieder hier drauf und auf 3D-Drehung hier. Und zwar stellen wir uns jetzt vor, dieses Rechteck hier ist wirklich eine Platte, die vor uns steht. Und jetzt kann ich die Platte nach links und nach rechts drehen. Ich kann sie auch neigen und so hin und her rotieren lassen. Und das Ganze kann ich quasi alles gleichzeitig machen. So, wofür brauche ich sowas jetzt? Ich zeige euch mal kurz eine kleine Grafik. Hier habe ich mal ein Buch gebastelt. So, ein Buch. Und ich würde jetzt gerne was drauf schreiben. Sagen wir mal, ich hätte jetzt gerne den Text, was weiß ich, ANPR, Anwendungsprogrammierung. So, dann machen wir das ein bisschen dicker. Und irgendeine helle Farbe, was auch immer. Nehmen wir mal weiß. So, dann sieht es jetzt schon mal ziemlich doof aus. Jetzt kann ich versuchen, das so hinzudrehen. Sieht auch doof aus. Also können wir so nicht machen. Liegt einfach daran, dass ich hier ein dreidimensionales Bild mit der zweidimensionalen Grafik oder Schrift versuche zu vereinen. Das funktioniert nicht. Also gehe ich hier drauf, gehe auf Drehung und versuche jetzt sozusagen dieses Ding so ein bisschen so rüber zu drehen und dann so zu kippen. Ja, das orientieren wir uns mal hier ein bisschen. Das sieht einigermaßen okay aus. Die Kante sieht auch okay aus. Ja, dann können wir das so lassen. Ja. Dank mir. Dann können wir so ein bisschen von der Größe her anpassen. Vielleicht noch fett machen. Genau, ein bisschen Feinjustierung noch, aber das, ihr seht die Idee dahinter. Und dann habe ich hier, dann kann ich das hier gruppieren. Über das werden wir alles nochmal sprechen später. Und dann habe ich hier dieses 3D-Bild relativ hübsch beschriftet mit eben genau dieser Funktionalität. Und ja, das würde ich auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle euch raten, das so zu nutzen. Gut, dann löschen wir das wieder. Steuerung A, Steuerung, und dann entfernen. Das heißt, damit sind wir wieder komplett leer. Ich möchte jetzt noch mal über ein, zwei Sachen sprechen, die noch ganz praktisch sind. Und zwar hier bei diesen Rechtecken sehen wir hier beispielsweise hier haben wir Rechtecke mit abgerundeten Ecken. Hier sehen wir, die sind hier hübsch abgerundet. Ich zoome mal ein bisschen hin. Zoomen am besten Steuerung und dem Mausrad, dann kommen wir da am fixesten weiter. So, jetzt sehen wir hier so einen gelben Punkt und diesen gelben Punkt kann ich jetzt hin und her schieben und da kann ich die Radien dann von diesen Ecken ändern und das ist ganz praktisch, wenn ich beispielsweise irgendwelche ja, Merkfelder haben möchte, was weiß ich, merke, was auch immer, merke, Ausrufezeichen wollte ich machen, meckere. Und jetzt natürlich wieder die Schriftgröße anpassen. So, und jetzt können wir das klein machen. So klein. Und dann ziehen wir das ganz rüber. Und dann haben wir hier so einen netten, ja, abgerundetes Element. Wofür ich sowas auch ganz gern verwende, wenn ich jetzt hier beispielsweise angenommen, ich habe hier meine Kolonie, vor, hoppla. Ich habe irgendeinen Code. Kleiner 10.
irgendeine Zählschleife und dann kann man hier mit so einem Ding ganz nett auf die Aufmerksamkeit auf die entsprechenden Bereiche lenken. Schmeißen wir das nochmal raus und machen jetzt hier den Rand rot. Fülleffekt haben wir gar keinen, keine Füllung. Und dann gehen wir hier auf 2 wieder. So, und dann kann man hier das ein bisschen verkleinern, so. Und dann kann man hier einen netten Text dann dazu machen. Achtung, hier ist die Deklaration und Initialisierung, was auch immer. Und dann würde das eben ganz nett aussehen. Man könnte das Ganze dann eben noch mit so einer Animation dann hinterlegen, verblassen. Und wenn man das Ganze sich dann anschaut, dann kann man sagen, Achtung, hier dran denken, nicht vergessen zu initialisieren, was auch immer. Genau, das wären jetzt diese Rechtecke mit runden Ecken. Es gibt noch mehrere, einfach hier mal durchklicken, was es so alles gibt. Aber das normale Rechteck und das nutze ich am meisten und alle anderen dann nur, wenn es wirklich sein muss. Dann haben wir den Kreis. Beim Kreis ist es so, funktioniert genauso wie das Rechteck auch. Es ist nur so, ist manchmal ein bisschen tricky, den wirklich kreisrund hinzukriegen, dass die Seiten, die Breite und die Höhe gleich ist. Und dazu empfehle ich euch hier Formformatierung. Da gehen wir drauf und da sehen wir jetzt hier, ich habe hier die Höhe von 3,32, die Breite von 3,34, fast geschafft. Und jetzt kann ich hier auch wirklich auf die entsprechenden Größen gehen. Und jetzt weiß ich, das Ding ist jetzt kreisrund. Gut, was haben wir noch? Ich glaube, alles andere ist einigermaßen selbsterklärend. Das ist was, was man relativ häufig braucht, so einen fix und fertigen dreidimensionalen Quader und so einen Zylinder. Das ist eigentlich ganz praktisch. Alles andere findet er von alleine raus. Worauf ich jetzt noch eingehen möchte, ist diese Freihandform. Da mache ich nochmal STRG A entfernen. Die Freihandform ist etwas, wo ich mir eine beliebige Form selber erstellen kann. Also ich bin jetzt hier mit meiner Maus, klicke, ziehe eine Linie angenommen, ja genau, das wollte ich auch noch erklären. Wenn ich die Shift-Taste drücke und ziehe, dann bin ich entweder nach unten senkrecht, waagrecht oder 45 Grad. Ja, das ist dann, schränkte das ein. Das ist manchmal ganz praktisch. Jetzt gehe ich hier runter. Dann rüber und dann machen wir hier sowas. So, jetzt sehen wir, beim letzten ist es immer so eine Sache, das passt nicht genau. Das heißt, da muss man sich jetzt was Besseres überlegen. Deswegen zeige ich euch nochmal, wie ich es normalerweise mache. Also fangen wir nochmal an. Klick, Shift-Taste, rüber, 45 Grad. So, jetzt treffe ich nicht genau. Jetzt gehe ich halt hier drauf. So, ich hätte es aber gerne exakt. Da mache ich gerne das Folgendes. Ich gehe hier unten rüber. So. Und jetzt mache ich hier, entweder ich tue es in den Hintergrund oder, ja, machen wir es mal in den Hintergrund. Rechte Maustaste in den Hintergrund. Was das bedeutet, werden wir auch nochmal etwas genauer uns anschauen. So, das heißt, ich habe jetzt hier mein ursprüngliches und das ist das andere. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann mit der rechten Maustaste hier drauf gehen auf dieses Element und dann gehen wir hier auf Punkte bearbeiten. Jetzt kann ich diesen Punkt hier rüber schieben. Ziemlich genau dahin. Passt nicht genau. Zoomen wir noch ein bisschen rein. Nochmal Punkte bearbeiten. Gehen wir hier drauf. So. Entfernen. Und jetzt haben wir das einigermaßen sauber hingekriegt. Also mit so Hilfslinien kann man arbeiten, wie wir sie hier sehen, die sie gestrichelten oder sie sich einfach mit eigenen Objekten selber bauen. Das heißt, diese Punkte, die kann ich mir, oder diese Eckpunkte kann ich mir jederzeit dann selber setzen. Ich kann auch rechte Maustaste Punkte bearbeiten. Ich kann hier noch einen dazufügen.
rechte Maustaste, Punkt hinzufügen. Und jetzt kann ich den hier, wie ich möchte, eben auch entsprechend hin und her schieben. Machen wir das nochmal rückgängig. So, und jetzt kommen ein paar ganz wichtige Sachen, die ich relativ häufig brauche. Rechte Maustaste nochmal, Punkte bearbeiten. Jetzt gehe ich genau auf den Punkt und gehe auf die rechte Maustaste. Und jetzt sehen wir hier, das ist als Eckpunkt gesetzt. Jetzt kann ich auch Folgendes machen, ich kann auf Punkt glätten gehen. Und jetzt sind hier zwei so kleine Vierecke, so helle. Und jetzt kann ich die raus und reinschieben. Und das sehen wir, dass wir jetzt hier das Ding verbiegen können. Das heißt, jetzt ist es eine Rundung geworden und jetzt habe ich hier so ein, ja, was auch immer, eine Schüssel. Meistens passt er die angrenzenden Punkte auch noch an. Das heißt, jetzt muss ich, wenn ich das wirklich eckig haben will, dann da nochmal runtergehen und hier auch nochmal runtergehen. So, und jetzt haben wir hier so ein Ding geschaffen. Jetzt sehe ich schon, das ist nicht so ganz symmetrisch, finde ich jetzt nicht ganz so dolle. Gehen wir nochmal auf die rechte Maustaste. Na, Punkte bearbeiten, rechte Maustaste. Und jetzt sage ich, hier ist ein Übergangspunkt. Und beim Übergangspunkt ist es so, dass der Abstand von den beiden Dingern immer identisch ist. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das einigermaßen gerade hinkriegen. So, das soll wieder ein Eckpunkt sein. Den setzen wir jetzt hier so runter. So, und dann ist es einigermaßen symmetrisch. Mit so ein paar Hilfslinien, Hilfspunkten kriegt man es noch ein bisschen besser hin. Aber wichtig ist, dass ihr die Idee dahinter seht. Jetzt schauen wir uns mal diese beiden Ecken an. Die sind sehr, sehr spitz hier. Und wenn ich das nicht so spitz haben möchte, dann gehen wir wieder auf unseren Standardformatierungsdialog und sehen hier den Anschlusstyp. Anschlusstyp bedeutet, ich habe zwei Punkte, die werden irgendwie mit einer Linie verbunden und an diesem Anschlusspunkt habe ich jetzt hier einen Winkel. Und das kann ich auch abrunden und dann sehen wir hier, ist es nicht mehr ganz so spitz, sondern abgerundet. Das ist ganz praktisch, wenn man aus mehreren Linien Sachen zusammenbaut, dann spitzen meistens irgendwelche solche komischen Ecken hervor und mit diesem dieser Rundeinstellung kann man das dann verhindern. So, was haben wir noch? Das wären eigentlich so die wesentlichen Elemente für diese Freihandform. Dann will ich nochmal auf die Linie eingehen. Nehme ich jetzt hier mal einfach eine Linie und ich male jetzt hier einfach mal mit der Shift-Taste, wird schön senkrecht. Machen wir jetzt hier nochmal und gucken uns hier noch ein paar Zusatzfeatures an. Machen wir die Linie mal ein bisschen dicker auf 2. So. Farbe haben wir schon drüber gesprochen. Transparenz ist im Prinzip genau das gleiche wie bei der Füllung. Und jetzt kann man hier noch die Strichart ändern. Wobei, das nutze ich selten, aber gestrichelte Linie braucht man hin und wieder. Das heißt, das macht man auch hier. Dann der Abschlusstyp. Das ist jetzt wiederum eine wichtige Sache. Und zwar, wenn ich jetzt hier, ich mache jetzt hier mal eine Linie drauf, auf diese Linie hier. Und die machen wir jetzt auch mal ein bisschen dicker. So, naja, machen wir es auch mal 2. So, und schieben die hier mal hoch. Dann sehen wir, wenn wir hier hinzoomen, haben wir so eine hässliche Ecke drin. Und das kann man vermeiden. Ich markiere jetzt beide Linien, indem ich diese klicke, die Shift, also größere Taste drücke und dann die andere. Das heißt, ich habe es beide markiert. Und jetzt gehe ich hier auf den Abschlusstyp rund. Und dann habe ich hier so eine kleine Rundung und es sieht dann ganz nett aus. Abschlusstyp rechteckig bedeutet einfach, dass anstatt der Rundung dann hier noch ein Rechteck drüber malt. Gucken wir uns das nochmal schnell an. Ich markiere wieder beide und sage jetzt hier Abschlusstyp rechteckig und dann ergänzt er sozusagen die Linie nicht bis zur Hälfte. Also die Linie geht immer nur bis zur Hälfte der anderen. Und hier würde er jetzt sozusagen noch ein Rechteck machen. Ich kann es mal kurz grafisch zeigen. Das wäre jetzt die Linie. Das wäre die andere Linie. Und die gehen hier so wirklich so halb aufeinander. Deswegen ist diese Ecke da. Und ein runder Abschlusstyp würde bedeuten, dass ich das ganze Ding jetzt hier so machen würde. Das würde sozusagen der runde Abschlusstyp bedeuten und der rechteckige Abschlusstyp ist nichts anderes wie
Sowas. Und deswegen sehen wir das hier gerade so. Okay? Also relativ einsichtig. Gut, dann gibt es noch ein paar wichtige Sachen zu den Linien. Und zwar, Linien rasten ein. Ich nehme jetzt mal diese Linie und führe sie hier. Jetzt sehen wir hier so einen Punkt. Das kann man jetzt hoffentlich auf dem Video einigermaßen gut sehen. Das Ding wird dann so grünlich mit so einem runden Kreis rundherum. Klar, runder Kreis. Und was jetzt passiert ist, die Linie hängt jetzt da dran. Und das Ganze haben wir hier auch. Bei Standardrechtecken sind diese Punkte in der Mitte. Und jetzt kann ich das Ding hin und her schieben und die Linie hängt da dran. Das ist ganz praktisch, wenn man tatsächlich nachträglich nochmal ein bisschen die Platzierungen ändern möchte. Dann würde ich auf jeden Fall raten, mit diesen Konnektoren zu arbeiten, also die Linie wirklich da drauf zu setzen. Ich muss gestehen, manchmal ist es auch ein bisschen nervig, wenn ich sage, ich möchte es hier irgendwo woanders haben und dann, wenn ich ziemlich knapp da, also ab ein paar Millimetern fängt er dann an, wirklich diesen Punkt an sich zu reißen. Und das kann manchmal ein bisschen nervig sein. Das gucken wir uns aber noch an, wie wir das ausschalten können. Gut, dann sehen wir hier noch ein paar andere Linien. Und zwar nehmen wir mal die hier. Das ist so eine Verbindungslinie, wo er dann versucht, machen wir mal die weg. Übernehmen wir erstmal den Stil, damit die Dicke übernommen wird. So. Und jetzt hänge ich die mal da dran. So. Und dann geht er quasi immer im rechten Winkel auf den Anschlusstyp. So. Und die kann man jetzt hier nochmal ein bisschen verändern und dann habe ich hier eine saubere Verbindung. Hier warne ich aber, sobald ich jetzt was bewege, geht er wieder auf seine Standardbreiteneinstellungen zurück. So. Jetzt, dann geht er wieder zurück. Das heißt, diese Einstellung rate ich euch dringend erst am Schluss zu machen. Also diese Platzierung, sobald er hier wieder was bewegt. Es ist wieder beim Teufel. So, was haben wir noch? Ah ja, genau. Bei den Linien gibt es jetzt hier noch Endpfeile. Das wäre entweder der offene Pfeil oder, gehen wir auf die andere Seite mal, der geschlossene Pfeil. Oh. So, jetzt da haben wir hier beide Pfeile. Leider ist der ein bisschen kleiner wie der. Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben, aber egal. Wir können jetzt aber auch die Pfeilgrößen einstellen. Das ist hier, sehen wir die verschiedenen Optionen in der Breite und Höhe. Und meistens ist es so, wenn ich die ganz fett mache, ist es gerade für Videos ausreichend. Dann kann man das recht schön sehen. Die Breite dieses Pfeils hängt auch von der Linienstärke ab. Das heißt, wenn ich jetzt die Linienstärke hochdrehe, geht diese Pfeilbreite auch nach oben. Was ja sinnvoll ist, dass es quasi passend skaliert. Gut, dann haben wir hier die wesentlichen Elemente. Ja, alles andere müsste einigermaßen selbsterklärend sein. Und damit haben wir jetzt die wesentlichen Formen, die man so brauchen kann, mal abgedeckt. Wie gesagt, schaut euch hier noch an, was es noch so weit gibt. Gerade, das könnte ich vielleicht noch schnell zeigen, den Kreisring, den braucht man hin und wieder. Den kann man hier von der Breite auch einstellen. Und das Kreisringsegment brauche ich auch manchmal. Da kann ich hier einstellen, wo ich an der Stelle. Also ob ich jetzt einen Vollkreis mache und so weiter. Und hier kann ich die Stärke einstellen. Und dann kann man das hier noch so weit drehen und kann dann wirklich jeden Quatsch machen. Hier muss man natürlich wiederum aufpassen, dass wenn ich das wirklich als Kreis haben möchte, dass ich das von der Breite und Höhe her identisch habe. Aber das haben wir hier mal gehabt. Na, so. Genau, weil ich es gerade sehe bei der Drehung. Wir haben hier, wenn ich jetzt in diese Form-Option reingehe, kann ich hier Größe und Eigenschaften, Größe und dann kann ich hier den Winkel noch einstellen. Das heißt, wenn ich mich mal irgendwie vertan habe und ich weiß nicht mehr, was mein Nullwinkel ist, dann kann ich das hier einstellen. Und das Letzte, was ich euch jetzt hier noch zeigen wollte, ist, wenn ich die Größe jetzt verändere, kann ich es ja in der Form verändern. Ich mache nochmal rückgängig mit Steuerung Z. Und ich kann hier das Seitenverhältnis sperren. Das bedeutet jetzt nichts anderes, dass ich wirklich die Breite und Höhe immer gleich verändere und somit kein Ei mehr rauskommt. Und das ist an der einen oder anderen Stelle auch ganz praktisch.
Jo, ich glaube, das ist jetzt auch erstmal ausreichend. Damit habe ich, glaube ich, jetzt genug von diesen Elementen gezeigt. Ich werde beim nächsten Video mich ein bisschen um Grafiken als solches kümmern. Da bietet mir PowerPoint ein paar ganz nette Features. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.